Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ihr seht schon, wir sind hier wieder in Krokus Wildpark. Ja, logisch, bauen wir ja gerade. Und für alle, die es nicht kennen, das Ganze ist ein kleiner Tutorial-Zoo sozusagen. Wir bauen hier ein Zoo und versuchen nebenbei so ein paar nützliche Tipps und Tricks zu bauen. Oder zu erklären, ja gesagt. Und da haben wir schon so einiges gemacht. Beim letzten Mal haben wir angefangen, hier unser Darmhirschgehege zu bauen. Und sind dann hier stehen geblieben mit dem Fluss und so, haben dann gesagt, okay, wir erklären mal so ein bisschen, wie man einen Fluss baut am besten. Und was mir dann jetzt gerade mal aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das merkbar ist oder ob das jetzt nur mir so vorkam, weil ich habe mal zwei Testaufnahmen gemacht. Ich habe ein bisschen meine Audioeinstellungen rumgespielt und ganz ehrlich, ich finde einfach, dass die Ambient-Sounds hier extremst genial sind gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob man das stärker merkt als bei meinen alten Videos, aber ich meine, hört euch das mal an. Ich meine, das hört sich so genial an hier, finde ich. Und auch hier die Grafik, also ganz ehrlich, ich finde jeden Tag irgendwie was Neues an diesem Spiel, warum das so genial ist. Aber ja, heute wollen wir uns darum kümmern, eigentlich hauptsächlich, was der Unterschied zwischen Pflanzenfresser und Fleischfresser ist. Wollten wir jetzt für letzte Folge zwar auch schon, aber da sind wir an diesem Fluss hier hängen geblieben. Und dafür würde ich mal sagen, bauen wir als allererstes hier dieses Gehege fertig. Oder zumindest weiter, sagen wir so. Weil, im Bau dieses Gehege muss man natürlich ein paar Sachen beachten. Und dann können wir im Abschluss sozusagen nochmal hier unser Wolfsgehege hier vorne und unser Gehege für die Darmhirsche hier hinten vergleichen, so ein bisschen sozusagen. Und ich würde einfach mal sagen, wir labern jetzt nicht lange weiter, sondern bauen einfach direkt erstmal das Gehege zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ihr seht schon, wir haben jetzt hier einen Wald zumindest erstmal stehen. Ich hatte ein bisschen geguckt, dass wir den fertig bauen und so. Und ihr seht es auch schon, hier links sind immer noch unsere Tiere. Ich habe nicht wirklich viel Play gemacht. Aber eine Sache, die ihr seht, ich habe wieder 74.000. Ich war eben zwischendurch kurz pleite. Ich hatte auch eben kurzzeitig mal über 100.000 wieder. Mein guten alten Trick, ich hoffe, ich denke dran, euch hier oben dieses Video zu verlinken, wenn ihr wissen wollt, wie man das am besten macht. Und ja, ansonsten seht ihr schon, hier haben wir eine kleine Lichtung, die noch null thematisiert ist. Weil, dazu kommen wir jetzt gleich nochmal. Und hier dann so diese kleinen Pfade hier im Wald rein. Und ganz ehrlich, ich finde es hier gar nicht mehr so schlimm, dass der Baum hier rüberwuchert, weil das ist ein kleiner Pfad im Wald. Da kann sowas, finde ich, mal passieren. Ihr seht schon, hier geht man einfach wirklich durch. Da hinten geht es dann, ist der Zaun dann schon und so. Und das finde ich eine Sache, die sollte man machen, weil, ganz ehrlich, wir haben hier ein recht großes, dicht bewaldetes Gehege. Und dann kann man hier auch Wege lang bauen, auf denen man lang gehen kann. Ich meine, das ist ganz wichtig. Hier hinten bei ihm hier, hier sollen die Besucher nicht rüberkommen, weil hier hinten will ich den Rückzugsort bauen. Ja, also ich habe erstmal den ganzen, erstmal Top-Down-View machen wir mal ganz kurz. Ich habe erstmal das gesamte Gehege hier mit Wald voll gebaut, weil, ja, passt, finde ich, auch erstmal gut. Und wie gesagt, ich will eigentlich hauptsächlich haben, dass hier hinten ein Rückzugsort für die sein kann. Und das finde ich wichtig, dass die nicht überall beobachtet werden können. Aber auf jeden Fall ist hier, finde ich, jetzt recht gut durchbaut hier mit dem ganzen Wegen und so. Und dann kommen wir mal an und gucken, was brauchen die Tiere erstmal. Ja. Und im Aspekt zum Fleischfressen und so können wir mal gucken, ob es da andere Unterschiede gibt und so. Aber eigentlich gibt es da keine wirklichen. Ich meine, wir haben hier unsere Graslangen und so Sachen haben wir fertig. Gelände ist geeignet, stabilen Rückzugsort haben wir noch nicht, den bauen wir gleich noch. Bepflanzung, 93%, stimmt, das hatte ich gar nicht geguckt, ob die so viel haben wollen. Aber gefällt denen. Die Waldkiefersetzlinge gefallen denen jetzt nicht so, genauso wie die Schwarzfichten und Kiefern hier. Also, das ist ein Problem, sie gefallen denen nicht hundertprozentig, deswegen sind sie nur auf 79% bei den Pflanzen. Aber ihr seht schon, ich habe, warte mal, wie viel sind denn das? 35% meiner Bepflanzung hier sind tatsächlich Schwarzfichten und 49% sind Waldkiefern. Also solange ihr hier in diesem Bereich seid, mit dem ihr euch hier angibt, ist wirklich alles okay eigentlich, ihr seht schon. Dementsprechend, die stört das nicht, dass hier ein bisschen falsche Bäume sind. Ja? Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Ansonsten, ihr seht schon, hier ist wirklich recht viel Rot drin. Aber ich will das einheitlich halten. Wir sind hier in einem Kieferwald. Wir sind hier nicht in einem Zoo, der den Wald passend dran baut. Dementsprechend müssen sich die Tiere an den Wald anpassen. Und ja. Aber auf jeden Fall haben wir das.
Lebensqualität haben wir noch nichts, da kommen wir auch gleich zu. Sozialverhalten haben wir hier alles gut. Und ansonsten ist auch alles gut. Also ihr seht schon, wir müssen jetzt hier noch einen Rückzugsort bauen. Ist genau gleich wie bei den Fleischfressern. Also bis jetzt war auch eigentlich alles gleich wie bei den Fleischfressern. Bis darauf, dass wir hier einen Zugang haben ins Gehege, ja. Also ich meine, das ist der größte Unterschied. Bei den meisten Pflanzenfressern dürft ihr halt reinbauen. Also ich würde vielleicht jetzt bei Bisons oder so vielleicht nicht unbedingt sagen, dass die Leute rein dürfen. Aber bei den meisten Tieren, die Pflanzenfresser sind, dürfen sie das Gehege betreten. Und das ist halt, wie gesagt, der größte Unterschied von allen wahrscheinlich. Du hast halt einfach ein betretbares Gehege. Bei Wölfen, logisch, da wird doch keiner reingehen. Weil welcher Vollidiot würde zu Wölfen hineingehen, außer irgendwelche Leute, die täglich mit denen zu tun haben oder so. Aber ja, auf jeden Fall, das ist so der Hauptunterschied, glaube ich. Wir gehen jetzt erstmal hin und gucken aber mal nach Spielsachen hier. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nichts für die. Ja, genau, dann Hörg. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Futtertrog. Wir brauchen unbedingt einen großen, ansonsten funktioniert das nicht. Den packen wir schön mittig, ja. Warum schön mittig? Weil hier vorne ist unser Punkt, wo die hin sollen alle. Das ist so die Sache, ich will versuchen, dass die alle in den Nähen der Wege sind, immer noch, ja. Das hatten wir bei den Wölfen schon gesagt. Unsere Tiere sollen in die Nähe von Wegen gelockt werden, ja. Durch unsere Sachen hier, ja. Ich meine, wir können hier zum Beispiel einen Teil hinbauen. So, das ist dann eine Sache. Wir können hier ein paar Kratzbäume hinstellen und so. Ja, hier vorne an die Seite kann man einstellen zum Beispiel. Ja, stimmt, die habe ich noch gar nicht eingebaut. Also die Sache ist, die Kratzbäume werde ich jetzt hier random irgendwo immer mal wieder um die Wege einbauen. Weil, erstens fallen die nicht auf als Baum. Ja, das ist das Schönste daran. Die kann man hier so reinbauen. Die stören auch nicht. Also sie stören nicht, wenn ihr zu viel Bäume habt zum Beispiel, weil sie sind keine Bäume. Das ist das Heftigste daran. Ihr könnt so viele davon reinhaben, wie ihr wollt, auch wenn die 0% haben wollen. Ja, aber ansonsten, ihr seht schon, ja, immer mal wieder ein bisschen reingehauen. Ja, einfach weil dann haben die Besucher hier was zu sehen. Und es sieht natürlich aus, wenn die nicht einen Baum haben, an dem sie sich kratzen lassen. Überall mal ein paar. Was haben wir dann noch so schönes? Ein Schneemann passt jetzt hier nicht rein. Eine Vogelscheuche können wir hier irgendwo mal an der Seite stellen, glaube ich. So, hier, so wie sieht es denn hier aus? Frag mich nicht, warum die Vogelscheuchen Futterspender hier brauchen, aber egal. Wasserleitung brauchen wir nicht, wir haben schon Wasser drin. Und einen Fußball könnten wir den geben. Wir geben den aber erstmal einen Greifball, den packen wir hier hinten mal rein. Irgendwo hier so an Baum, das weiß ich. So, dann liegt er da. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir brauchen können? Ein Futterspender ist fast groß. Das ist gut. Der kommt mal hier vorne an die Ecke ran. Ja. Können wir hier so ranlegen. Ein hängender Futterspender, der kann hier an der Seite in den Baum rein. Das ist, wie gesagt, immer so die Sache, wenn es solche hängenden Sachen sind. Besonders mit so einem Stamm. Guckt, dass ihr die in den Baum reinhaut. Und dann ist auch gut, ne? By the way, ich finde einfach die Ambiente hier von der genial gerade. Aber, ja. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir hier jetzt eine Reibsäule brauchen, wenn nicht, weil wir Bäume haben? Kegel mag ich nicht. Wir könnten theoretisch diese Schlafmöglichkeiten hier noch reinstellen, aber. Nee, brauchen wir auch nicht. Den Futterspenderball können wir auch nutzen, aber ich glaube, der ist überbewertet. Wie sieht es bei euch aus? Lebensqualität 100% von allem, okay, ihr habt genug. Genau. Achso, okay, das ist okay. Logisch. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich diese langweilige, sage ich jetzt mal. Oh, es wechselt wieder zu bewölkt. Ein bisschen ruhiger hier. Jetzt haben wir hier aber diese große offene Fläche. Und ganz ehrlich, jeder, der schon mal in einem Wald war, so sieht keine Lichtung aus, ja. Ich meine, aber ganz kurz, wir sind jetzt hier in einer anderen Setting. Es ist wichtig, dass man mal guckt bei seinen Zoos, dass die in jedem Setting gut aussehen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel in diesem dunklen, recht grauen Wetter hier vom Regen gesehen. Und hier, ihr seht schon, da gehen unsere Tiere hier den
Weg hier lang. Ja, erstmal muss ich ganz kurz nochmal gucken. Heatmaps, passierbarer Bereich ist noch groß genug, oder? Ja. Passierbarer Bereich, gucken wir mal von oben. Jo, die kommen noch überall irgendwo recht gut rum. Die kommen nicht mehr überall lang, ist okay, aber Gelände haben sie 15.000, okay, das ist gut. Sie kommen noch da drauf, sie kommen noch hier rüber, genau. Alles schön, das ist gut. Stabilen Rückzugsort haben sie sogar schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo haben sie den denn? Rückzugsort, wo haben sie den? Hier vorne ein bisschen, okay. Interessant. Unter den Bäumen scheinen ab und zu mal stabile Rückzugsorte zu entstehen. Oh, wartet mal, das sind immer die. Oh, das sind die Waldkiefer-Kratzbäume. Ah, warum gelten die als. Alter, doch. Okay, das ist ein weiterer Vorteil anscheinend. Sie gelten ja nicht als Baum, dementsprechend gelten sie als Überdachung. Und das ist interessant. Ah ja, ihr seht schon, hier rennen unsere Tiere rum. Gehen hier auch ganz gemütlich neben unseren Besuchern lang. Also, das interessiert die wirklich gar nicht. Das seht ihr auch schon, die Besucher interessiert das gar nicht. Aber ja, wie gesagt, hier vorne werden sie auch häufig hinkommen, weil sie essen müssen. Und wir müssen dann hier jetzt noch mal ein bisschen uns drum kümmern. Und ich würde mal sagen, ich kümmere mich mal ein bisschen darum, dass diese Lichtung hier okay aussieht, recht gut aussieht. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn hier ein bisschen thematisierter ist an dieser Lichtung. Ja. Und ja, so, ihr seht schon, wir sind jetzt hier eigentlich fertig, würde ich sagen. Unser Gehege, ihr seht schon, hier springt gerade ein Dame rum. Und wir haben hier jetzt diese Lichtung ein bisschen thematisiert, haben ein bisschen mehr Farbe hier reingebracht, vor allem um den Fluss rum. Ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Farbe und sowas. Und ich meine, hier solche kleinen Sachen, wo ein bisschen weniger ist, okay, klar, hat man mal. Aber ganz ehrlich, ich finde, das sieht so okay aus. Eventuell könnte man den Boden noch ein bisschen brauner machen, sozusagen, und das ein bisschen von der Lichtung her abzuheben. Aber ich finde, das Gehege sieht gut aus, so wie es ist. Ja, also ganz ehrlich. Ich meine, hier ist ein bisschen wenig vielleicht zwischendurch drin mal. Vielleicht, okay, ja, hier könnte man noch mal ein bisschen weniger Gras rausmachen. Also dieses lange Gras ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass man mitten im Wald so ein Gras hat. Da ist eher mit Blättern bewaldet und so. Aber das Problem ist, wir haben keine Blätter hier. Dementsprechend können wir das nur mit ein bisschen Erde hier darstellen. Aber theoretisch, wenn wir jetzt einfach den hier machen würden. So. Gucken wir mal rein. Auf jeden Fall ist jetzt hier schon mal kein langes Gras mehr. Es ist immer noch so hell, leider. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen rüber gehen. Okay, hier ist noch langes Gras. Ich nehme das zurück. So, halten wir mal ein bisschen gedrückt. Dann wird es hier ein bisschen dunkler. So. So. Jetzt haben wir hier doch mit Sicherheit ein bisschen mehr drin, oder? Ja, doch, hier hinten drin wird es ein bisschen weniger und so. Ja, okay. Passt, hier oben ist es gut. Ja, doch, das passt alles. Ja, kann man so machen. Jetzt haben wir hier wenigstens ein bisschen natürlicher aussehenden Waldboden, finde ich. Und auf der Seite hier darfst du groß bewaldet sein, weil hier ist halt ein bisschen offenerer Wald tatsächlich. Mit einer Lichtung, Futterspender und allem drum und dran. Ja. Jetzt wäre es natürlich auch noch gut zu sehen, dass hier ein Futter nochmal abgelagert wird. Ach komm, da spuren wir mal zu ihnen vor. Ja. Das will ich euch nur mal zeigen. Den Hauptunterschied. Ja. Ich meine, es regnet auch mal wieder. Und da ist er doch. Hier. Das ist jetzt das Stufe 3 Futter hier, was wir haben. Ja, okay, pausiert doch mal lieber. Der Regen ist ein bisschen laut. Ihr seht schon, Wassermelonen, Stroh, alles mögliche hier drin. Ja. Und das ist gut so. Bei den Wölfen haben wir ja schon geguckt gehabt. Da waren Hackfleisch und Grippe und sowas alles drin. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, wir können ja mal rüber gucken. Ich habe einen zweiten Dings mittlerweile eingestellt. Okay, nee, die Wölfe. Ah, doch, hier. Hier liegt noch was. Ja. Sowas hier haben die, ja. Ja. Währenddessen, wie hält hier hinten mein Pflanzenfresser logischerweise Früchte und sonst was so haben. Ja. Ist ganz okay, finde ich auf jeden Fall. Und ja, jetzt wollten wir aber nochmal sagen, die Hauptunterschiede von solchen Gehegen, wie die designt werden und sonst was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich designe sie überhaupt nicht groß unterschiedlich. Also, ja, gut, Hauptdesignunterschied ist halt natürlich, dass du bei den Wölfen hier diese Posten hast, wo du von außen reingucken musst. Ja, du guckst von außen hier rein und musst halt gucken, dass alles in der Nähe sichtbar ist und vielleicht nach hinten ein bisschen die Rückzugsorte sind. Und bei Pflanzenfressern ist es vielleicht eher wichtig, dass sie ein vernünftiges
Walk-in-Gehege haben oder so, also zumindest bei uns jetzt hier. Ja, weil bei uns, wir sind hier in einem Wildpark, da kann man reingehen. In einem Zoo, da ist dann das wieder auch eine andere Sache. Ja. Also wenn man so richtig künstliche Gehege baut und so, dann kann man das auch wieder anders bauen, natürlich. Aber hauptsächlich gehen wir davon aus, dass die, ja, dass wir sagen, okay, Pflanzenfresser kannst du halt reingehen mit unter anderem. Und ansonsten, wie gesagt, es ist nicht wirklich groß unterschiedlich, weil ich versuche, einen natürlichen Lebensraum zu bauen hier gerade, ja. Wenn ich einen natürlichen Lebensraum baue, dann sehen die halt natürlich ähnlich aus, weil, ich meine, normalerweise jagen Wölfe auch solche Hirsche hier und so. Das ist halt so eine Sache. Dementsprechend ist das auch eigentlich fast der gleiche Lebensraum. Dementsprechend ändert sich da auch nicht sehr viel. Aber ja, wie gesagt, der Zoo sieht doch schon mal gut aus. Ich weiß nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was ihr unbedingt noch sehen wollt oder was hier noch eine gute Idee wäre, reinzubauen in den Zoo, dann sagt auf jeden Fall Bescheid in den Kommentaren. Ich gucke mir das an. Wenn ihr gute Ideen habt oder Fragen generell habt, ist das immer schön. Aber wie gesagt, heutige Fragestellung, was die Unterschiede sind zwischen Pflanzenfresser und Fleischfressergehegen. Ihr habt eigentlich fast keine, außer die Zäune. Ja. Zäune und die Begehbarkeit. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, den ich in meinen Gehegen habe. Aber ansonsten bleibt das alles gleich. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir irgendwas machen, ich weiß jetzt noch nicht was. Aber ja, bis dahin. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.